Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations, Folge 4. Ezio ist gerade angekommen in Konstantinopel. Hier ist sein Schiff noch. Die Reise war lang und schwer, aber er hat sich nach dem Kämpfen in Masyaf wieder ein wenig erholt. Und jetzt wurde er begrüßt von Yusuf, der uns hier ein wenig durch die Stadt führen wird. Und damit geht es heute weiter in der heutigen Episode. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen zurück und danke für den Daumen hoch in der letzten Folge. Jetzt geht es hier erstmal in die schöne Stadt. Yusuf Tazim, da haben wir ihn. Los geht's. Wir dürfen uns nicht von Yusuf entfernen, wenn wir die volle Synchronisation erreichen möchten. Ein warmes Willkommen. Der Meisterassassine Yusuf Tazim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Meisterassassine sogar schon. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Tja. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur einen, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Okay. Also auch die Templer wollen sich hier wieder alles unter den Nagel reißen. Gut, dass wir jetzt da sind. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Achtung! Gut, dass die alle nicht gut schießen können, mit den Büchsen. Lasst ihn nicht entkommen! Angriff! Das Glück euch, das muss ich mir merken. Ruhig, Ezio. Benutzt doch auch die scharfe Seite der Klinge. Zeigen wir ihn mal, wie ein richtiger Meisterassassine kämpft. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Mehr Templer, passt auf! Ich muss meinen Onkel. Die eine Dame ist wirklich unschuldig. Sie war voll überzeugt. Schaut. Schaut zu. Byzanz ist tot. Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Ja. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüppel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Ja, klar. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Hier kämpfen wieder alle gegeneinander in der Stadt, ey. Es gibt also wieder 2 Typ Wachen, die wir auch gegeneinander ausspielen können. Wir sind fast da. Okay. Schöne Palmen hier. Alles auch ein bisschen tropischer als in Rom. Da ist der Galaturm. Galataturm. Von Galatasaray, oder? Hier lang. Ja, ich bin noch genau neben dir, Mensch. Ich habe mich von dir nicht entfernt. Das sollte die 100% Synchro auf jeden Fall sein. Yeah, gut geschafft. Das Hauptquartier der Assassinen betreten. Okay, das ist das Hauptquartier. Das muss auch auf jeden Fall ein bisschen aufgehübscht werden.
Wir werden die Stadt hier schon wieder aufbauen. Da haben wir gute Erfahrungen mit Rom gemacht. Ich brauche Geld. Mento, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Wo kommt der plötzliche Hall her? Der Raum ist doch gar nicht so groß. Und ihr, Ezio. Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Danke. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Warum gibst du uns nicht mal ein bisschen Geld, so als Willkommensbonus? Ausrüstung, aufrüsten und erkunden. Ezio's Ausrüstung ist in einem schlechten Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und erwerben Sie eine bessere. Keine 100% verfügbar. Schön. Das Hauptquartier der Assassinen verlassen. Jetzt ist der Hall auch wieder weg. Als ob das hier so eine Riesenhalle wäre, ey. Gut klein ist es nicht, aber... So, Truhen in der ganzen Stadt. Können Sie Truhen finden, plündern Sie diese, um Geld und Gegenstände zu erhalten. Ich habe schon 554. Gut, dass ich am Anfang schon angefangen habe, die ganzen Soldaten da zu plündern. So, das ganze Assassinen-Versteck wird später halt auch noch wieder ein wenig anders aussehen. Wenn wir ein paar Sachen finden, die hier zum Beispiel ausgestellt werden auf diesen Dingern. Waffenständer kann man wieder hinstellen und so weiter. Vielleicht auch das ein oder andere Gemälde. Die Leiter, die führt ins Nichts, auch super. Hier auf der Seite, ne? Hier ist der Waffenraum, wo dann wieder die Waffen ausgestellt werden, die wir uns hier im Spiel kaufen oder finden. Willkommen zurück, Mentor. Es ist mir eine Ehre. Der eine Assassine sah genauso aus wie der Typ, den wir in Mastiaf an der verschlossenen Tür getroffen haben, ne? Hier werden Outfits ausgestellt. Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch. Coole Synchronstimme hier von der Assassinen von Kate Winslet. Aber Assassin's Creed hatte ja schon immer sehr gute Sprecher am Start. Nettes Assassin-Versteck auf jeden Fall. Was haben wir denn hier noch für einen Raum? Noch weitere Jünger. Ein paar Bücher. Ah, hier kann man später Bomben herstellen. Hier sind auch noch Kisten. Ist da Geld drin? Wahrscheinlich auch nur wieder Herstellungsmaterialien für Bomben. Genau. Aber da kann man immer mal reingucken, wenn man hier im Versteck ist. Die werden immer aufgefüllt. Sehr praktisch. Ich werde natürlich wieder versuchen, alle Schätze im Spiel einzusammeln. Alles, was es da so gibt. Um schnell an Geld zu kommen. Stadtereignisse. In der ganzen Stadt können Sie auf systembedingte Ereignisse stoßen. Hilfsbedürftige Bürger könnten sich erkenntlich zeigen. Verdienen Sie genug Geld, um eine neue Rüstung zu kaufen. Machen wir uns mal an die Arbeit. Hier bezahlt ihr nur etwas mehr für den großen Mehrwert aller Waren. Ich glaube, ich habe vielleicht schon genug Geld. So, reparieren geht nicht. Keine Rüstung beschädigt. Ja, ist auch alles beschädigt. So. Hier, die Rüstung muss ich holen. Kostet 343. Gut, dass ich schon vorgesorgt habe und immer die Wachen geplündert habe in Masyaf. Also habe ich jetzt schon 554. Und kann mir die schon leisten. Kriegen wir wieder ein bisschen Gesundheit dazu, Widerstand. Und sieht dann auch wieder ein bisschen anders aus. In Silber. ASAP Lederschulterteile heißen die. Ist ja fast so wie as soon as possible, aber das schreibt man nicht mit Z. So, den haben wir. Mehr geht nicht. Hier Rüstung und sowas ist nicht auf Lager. Das kommt später dazu. Wir sind stolz auf unsere 100% Synchro. Und da haben wir die neue Schulter. Seht doch selbst. Rüstung-Upgrades bieten Boni für ihre maximale Lebensenergie. Ihre Rüstung wird beschädigt. Wenn Sie einen Treffer einstecken, lassen Sie sie bei einem Schmied reparieren. Kennen wir ja aus den anderen Teilen. Jetzt müssen wir wieder zurückkehren zum Assassinenversteck.
Man kann hier natürlich auch wieder andere Monturen anziehen, wie man das auch kennt. Da sind auch durch diese Bonus-Collectors-Vision hier von der Ezio-Kollektion auch wieder ein paar Monturen drin. Zum Beispiel die türkische Assassinenrüstung kann man hier anziehen. Dann sehen wir so ein bisschen aus wie Yusufsov, aber auch von hinten. Oder natürlich klassisch Altair-Umhang, der darf nie fehlen in einem Assassin's Creed-Spiel. Und Rüstung von Brutus, die wir in Rom gefunden haben, in den Romulus-Verstecken. Die könnten wir hier auch wieder anziehen. Aber ich bleibe immer ganz gerne bei der Standardausrüstung hier, weil ich muss sagen, die hier in Revelations fand ich schon immer ganz cool vom Aussehen her. So, zurück zu Yusuf. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentoren die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Ja, die kam jetzt hier mit Revelations dazu, die neue Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie die neue Hakenklinge eingesetzt wird. Volle Synchro, jede Aktion mit der Hakenklinge mindestens einmal erfolgreich durchführen. Okay. So, die haben wir. Die eine Klinge war ja bei uns sowieso beschädigt. Jetzt haben wir eine neue Hakenklinge. Da ist sie. Ist auf jeden Fall ein wenig länger als eine normale versteckte Klinge. Eins von 100. 100 gibt's wieder. Oh Mann, das wird wieder Arbeit für mich, ey. Arbeit, Arbeit. Kommt, wir müssen uns sputen. Ja, doch. Warum hat er so eilig? Das Fragment. Die sind so klein. Ihr glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Gar nicht so gut zu sehen. Okay. Die Behältnisse kennen wir ja. Wenn wir gerade ranspringen, dann schwingen wir ja zur Seite. Wenn wir aber mit ranspringen mit der Taste Kreis, springen wir einfach geradeaus. Auch eine neue Mechanik. Hier, komm! Unglaublich. Nein! Entfernung zum Ziel verringern. Nein. Datenfragment mitnehmen. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Das wirst du auch nie lernen. 3 von 100, ey. So viel schon. Ich hoffe, es gibt später eine Karte, wie auch mit den Bannern. Hier kann man auch wieder Geschäfte renovieren, wie man hier sieht. Gerade auf der rechten Seite war eins. Kriegen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Einkommen dazu. Ich hoffe, ich habe jede Aktion mindestens einmal geschafft. Jetzt kommen die ja noch im Seht Kampf. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu. Und wenn ihr ihn erreicht,
schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Okay. Welche Taste ist es denn? Auch mit Kreis? Ja. Okay, ne? Rennen Sie auf einen Assassin zu und halten Sie um einen... Ach, gehalten, okay. Naja, jetzt hat er mich angerempelt. Du blöde Sau. Schahane. Optionales Missionsziel geschafft. Ein Naturtalent. Haben wir hier nicht sogar einen Aussichtspunkt? Obendrauf? Sehe ich noch gar keine Aussichtspunkte auf der Karte, ne? Also nicht hier. Wir haben da einen, da unten. Wieso da unten und nicht hier, wo ich stehe? Hier ist das Assassinenversteck, aber kein Aussichtspunkt. Heilung haben wir da. Das ist dann hier schon fast die andere Seite des Flusses. Noch sehen wir nicht viel auf der Karte. Das hier sind da auch wieder Verstecke, ne? Aussichtspunkt? Da war doch eben noch ein anderes Symbol. Da. Templerfeste sind das, okay. Ich glaube, waren das auch so ähnlich wie Borgia-Türme und sowas, ne? Ich glaube, von den Ezio-Spielen habe ich diesen Teil hier, Revelations, am wenigsten gespielt. Ich glaube auch nur, ich glaube zweimal habe ich das, glaube ich, gezockt als damals. Also zweimal mindestens, wenn ich mich recht erinnere. Aber Brotherhood und Assassin's Creed 2 habe ich ja jetzt insgesamt schon viermal oder so gezockt. Und das hier liegt jetzt bei mir 10 Jahre zurück. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Na bene, gehen wir. Leonardo wäre stolz auf so eine Klinge. Hätte er auch gern gebaut. Der Blick von Galata. Ezio ist nun stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist überglücklich, ihm dieses Training zu bieten. Den Turm in weniger als 60 Sekunden erklimmen. Ich glaube, das habe ich letztes Mal nicht beim ersten Mal geschafft. Mal gucken. Was zum Teufel soll das? Sag ich dir nicht. Habt ihr Spaß? Nö. Dieses zur Seite hier. Genau so. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Kann ich auch dahin? Nee. Komm schon. 60 Sekunden ist aber auch echt. Ich die Böhle. Hängt euch richtig rein. Eine stabile Zeit. Weiter, weiter, weiter. Hat geklappt. Willkommen in Konstantinje, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Nein, kein Rennen. Aussichtspunkte. Kann ich mit dem Aussichtspunkt synchronisieren? Das ist welche Taste? L3. Ist ja auch eine neue Taste. Ich muss ja echt warten, bis mir das gezeigt wird. Ich habe Dreieck gedrückt, passiert nichts. Heißt auch nicht. Sonst war es immer Dreieck. Guck mal, da ist ein Heuhaufen da oben. Wenn man noch höher hinaus möchte, war da oben nicht sogar ein Datenfragment drauf? Ja. Das können wir uns ja schon mal holen, wenn wir schon mal hier oben sind. Wann kommt man denn das nächste Mal sonst wieder hier hoch? So, den Klettersprung, den wir damals in Venedig gelernt haben von den Dieben, kann man hier perfekt noch zusätzlich einsetzen mit der Hakenklinge. Memoiren. Sammeln Sie 10 verlorene Seiten aus Ishaks Paschas Memoiren, um den Schatz zu finden. Ha, das war doch kein Fragment. Eine Seite. Cool.
Dafür brauchen wir 10. Um seinen Schatz zu finden, werde ich alle machen. Da hat er sich aber hier den Kopf angestoßen, ne? Wenn man das so gesehen hat. Sah nicht besonders geschmeidig aus. So, haben wir wieder Geld verdient. Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk Burerge! Was? Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Basar. Jeden Tag dieselbe Mühsal. Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Okay. Fortgeschrittene Taktiken. Yusuf hat die Meldung erhalten, dass die Templer gleichzeitig zwei verschiedene Assassinenfestungen angreifen. Folgen Sie Yusuf, während er einen Plan schmiedet. Ein Attentat von einer Seilrutsche aus verüben. Bockschude, der hält sich für eine Bergziege. Ich geb dir gleich Bergziege, ey. Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! So. Hier ist aber gerade niemand, den ich assassinieren kann. Von hier oben. Nach unten kommt man immer schnell hier bei, in der Stadt Konstantinopel. Nach oben. Das hat immer ein bisschen länger gedauert. Also wenn man jetzt von oben zum Fluss will, das ging immer sehr schnell. Ein Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Lass mir einen stehen. Ich muss auch einen von der Seilrutsche assassinieren. Assassinen! Hilfe! Schauspielern kann er auch noch. Guter Lehrer. Und los geht's. Optionales Missionsziel beendet. Hier habe ich doch eben gerade auch ein Datenfragment gesehen. 4 von 100, bin ja fast fertig. Da unten ist eine Bank. Das erkenne ich am Symbol. Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Basar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste? Evet. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Pass auf dich auf, Digga. In die Richtung. Galata-Feste der Assassinen gehen. Eigentlich wollte ich hier die Seilrutsche aktivieren. War ich schon eins zu weit unten. Was ist die Wache nach da oben gegangen? Von Arsch. Hast du auf mich geschossen? Damit kannst du niemandem wehtun, ey. Ist da runtergefallen. Was ein Horst. Kann ich eigentlich hier die Bank schon renovieren? Reicht das mit meinem Geld? Könnte ich vielleicht schon ein bisschen Einkommen generieren? Blut. Ich verschwinde besser. Reicht nicht. Nicht genug Geld. Die kostet 900, Alter. 900. Wir gehen da lang. Da ist die nächste Wache. Was ist der denn so am Leuchten, der Gute? Der ist richtig am Leuchten. Bist du was Besonderes? Ah, das ist ein Assassine. Stimmt, mit dem soll ich ja quatschen. So, den haben wir erreicht. Okay. Ich werde mir aber, glaube ich, erstmal noch den Aussichtspunkt hier schnappen. Bevor ich mit dem quatsche. Erstmal wieder an die Hakenklinge ein bisschen gewöhnen, ey. So,
So, da können wir synchronisieren. Wir gucken mal kurz nach oben, ob da was ist. Da leuchtet nichts. Noch wirkt alles recht friedlich von hier oben. So, da geht's runter. Wir müssen dann mit dem Kollegen da quatschen. Das war Folge 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben die Hakenklinge kennengelernt. Ezios Schulterpolster wieder ein wenig abgedatet. Und vieles von Yusuf hier schon lernen können, was die Fortbewegung in der Stadt angeht. Viele neue Möglichkeiten mit der Hakenklinge. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Revelations. Ciao.